Oh, Entschuldigung. Hallo und herzlich willkommen, für das Geklapper natürlich, Entschuldigung, zu einer weiteren Folge von Horizon Zero Dawn mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Ich bin schon mal zum Hüter gegangen. Und dann wollen wir mal gucken, was hier passiert. Ich sprach mit Kren. Er sagte, dies sei ein Jagdgebiet, um sein Können zu testen. Armer Kren, nicht der beste Jäger, aber das macht ihm nichts aus. Trägst ein Sucherzeichen. Ich dachte schon, die gibt es gar nicht. Du hast tatsächlich die Erlaubnis der Stammmütter, das heilige Land zu verlassen? Ja, aber ich wäre sogar ohne die Erlaubnis gegangen. Wirklich? Dann können wir vielleicht offen reden. Es ist so, ich bin hier für die Kaja. Ich vertrete eine Organisation namens Jägerloge. In Meridian. Wir testen das Können junger Jäger an Orten wie diesem. Du könntest genau die Person sein, die wir suchen. Versuch dich doch mal an den Prüfungen. Doch damit eins klar ist, ich würde begrüßen, wenn du unsere Unterhaltung geheim hältst. Besonders gegenüber den Stammmüttern. Ja, mach ich. Du dürftest gar nicht hier sein, oder? Nein. Mein Freund und ich verließen das heilige Land und kehrten zurück. Den Stammmüttern würde das gar nicht gefallen. Wir sind wahre Jäger. Wir zogen los, um neue Herden und Maschinen zu finden. Und darum wollten wir auch in die Jägerloge. Doch die Kaja hätten keine Nora aufgenommen, also trugen wir Kaja-Kleidung, als wir uns vorstellten. Nach einer Weile fühlten wir uns wie zwischen zwei Welten gefangen. Nicht ganz Kaja, nicht ganz Nora. Ja, das wir vermissten die Heimat. Wir kehrten zurück und haben ein eigenes Jagdgebiet gefunden. Kann das denn gut gehen, ohne die Erlaubnis der Stammmütter? Ich weiß nicht. Doch wir glauben nicht an ihre Regeln. Die Welt da draußen ist groß und es bringt nichts, sie zu ignorieren. Das stimmt. Erzähl mir von den Prüfungen. Die Jägerloge bietet in Jagdgebieten Prüfungen an, bei denen Jäger ihr Talent beweisen können. Was bekommt man, wenn man sie besteht? Den Stolz auf sein Können und Abzeichen, je nachdem, wie gut man war. Hier bieten wir Werkzeugprüfungen an. Was für Werkzeug? Zur Jagd braucht man nicht nur einen Bogen. Du musst einfach alles Verfügbare einsetzen, sogar deine Umgebung. Das siehst du, sobald du eine Prüfung machst. Was ist die Jägerloge? Eine Gruppe von Jägern, die als Wettkampf die mächtigsten Maschinen vernichten, geführt von den Kaja in Meridian. Da müssen wir noch reinpinkeln. Du wirst sie treffen, wenn du im Jagdgebiet 3 Halbsonnen erlangst. Aber sei gewarnt, sie mögen keine Nora. Welche Werkzeugprüfung willst du machen? Ich erkläre sie dir. Teste dein Geschick mit Pfeil und Bogen, indem du möglichst schnell Teile von Graserrücken abschießt. Perfekt. Die Zeit läuft, wenn du am Seil runterrutscht. Ach du Scheiße. Nehmen wir den Bogen. Wo ist denn das Seil? Wo ist das Seil? Na nun, schlag doch wieder. Jetzt schlägt sie wieder nicht. Mann, ich hab doch noch was zu tun. 2 von 10. Ah, oh, das habe ich nicht gesehen. Scheiße. Vier von 10 Behälter. Ja, das schaffe ich nicht mehr, wa? Oh, was läufst du denn jetzt los? Ah, jetzt geht der scheiß Fokus wieder nicht. Wozu habe ich das geskillt? Mist. Schneller. Lauf. Ich verstehe das immer nicht, wozu man das denn alles macht. Wenn das denn nicht geht.
Lad dich auf, scheiß Fokus! Das macht keinen Sinn. Die sind einfach zu schnell. Zählt das auch? Das zählt nicht. 20. Wo sind die denn jetzt? Das ist ja ein Gefummel. Lauf. Lauf. Schneller geht's nicht. Ist ja lästig. Ich weiß nicht, wo hier noch Graser sind. Da hinten irgendwo. Richtig, krieg ich euch. Drei Minuten. Das war zu langsam. Halt, warte mal. Ich nehme aber wenigstens noch das Zeug hier. Nanu! Da liegt auch noch einer. Metallscherben brauchen wir ja auch wieder. Wir haben ja ein bisschen verloren. Man da immer hochklettern muss. Ja, ist doch egal. Na nun komm. Das macht es nicht von allein. Machst du sonst auch. Ich mag die schon nicht besonders. Merkt man, ne? So ein Gefummel hier geht mir jetzt auch auf den Geist. Das erste Mal und sofort geschafft. Hier eine Halbsonne. Wenn du etwas schneller wirst, kriegst du eine Vollsonne. Ach so. Na gut, Ich muss gehen. Ich bin hier, falls du wiederkommen ja, willst. Ja, ist ja gut. So, wartet mal. Ich mach das nochmal, aber nicht heute und nicht jetzt. Wir werden jetzt mal zurückreisen. Vielleicht kann ich mir das Panorama noch angucken. Das habe ich ja auch noch ausgelassen. Die Zeit sieht noch gut aus. Mal gucken, ob der Gummiadler da jetzt ist. Dieser große Riesenfalken-Vieh-Mist-Ding da. Weil irgendwie würde ich den schon mal vorher austesten, so ein bisschen den Anzug. Wie man ja damit umgehen kann. Wäre schon mal interessant zu wissen. Im Gegenteil. Der Gegengift, im Gegengift-Tank habe ich eben gelesen. Oh Gott. So weit ist es schon. Eine Halbsonne. Ich muss mal gucken, ob man, man kriegt legendäre Waffen. Die Viecher sind weg. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass die Viecher wieder da sind, aber nein, sie sind weg.
wertvolle Rohstoffe. Dann gehen wir noch mal gucken. Ach da. Interessant. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ehrlich nicht. Ich kann noch ein bisschen Wurzeln sammeln, so, das machen wir auch noch. Für Tränke. Seht ihr, da haben wir, die ist auch wieder da gewesen, die Eisrauchwurzel, die hatte ich letztes Mal, ja, letztes Mal, bei mir gestern auch gesammelt. Ich gucke noch mal ganz schnell wegen Herstellen, Tränke. Kann immer noch nichts. Ja, da fehlt mir noch ein bisschen Zeug. Ging das jetzt hoch? Hier. Bin ja mal gespannt, ob... Mal macht sich's allein und mal nicht. Das ist dann immer ein bisschen verwirrend. Ob der Gummiadler hier noch erscheint. Da bin ich echt gespannt. Und jetzt wird's auch noch dunkel. So. Darüber. Komm, Eloy. Du kennst das schon. Aber diesmal mit Glitzeranzug. Ah, halt hier. Der ist hier noch. Doppelt so groß wie ein Grauhabicht und mit Strom geladen. Kein leichter Gegner. Boah. Ja, sie hüpft länger. Mist. Nun nimm doch den scheiß Bogen. Ah, Mann. Das sehe ich doch nicht. Wo denn jetzt? Ich sehe nichts. Versuchen zu dich dran. Das gefällt dir nicht, ne? Sie jetzt drei? Nein. Da ist was abgefallen. Ja, es bringt nichts. Der haut dann auch sofort ab. Habt ihr auf den Fuß gehauen? Du sollst springen. So solltest du springen. Nee, so solltest du springen. Scheiße. Der Zoom bringt hier gar nichts. Oh, oh, oh.
Gummiadler. So ist genial. Guck mal hier. Das magst du nicht auf dem Zeh, ne? Ich mag das auch nicht. Weg. Ah, scheiße, ich hab vergessen zu schießen. Oh, ich glaube, mein Anzug ist runter. Ich brauche Deckung. Ich brauche Deckung. Weg. Guck, wenn er rot wird, dann ist er runter. Wo ist denn der jetzt? Der liegt doch... Hä? Wo ist der? Ach, da hinten. Ah, scheiße. Ich muss erst mal gucken. Ich weiß ja gar nicht, wo ich hinschießen soll. Ich habe mich wieder verdrückt. Ich weiß. Erstmal Pfeile bauen. Ich muss ihm dieses olle Brustding da abschießen. Oh. Es ist aber trotzdem von Vorteil auszuweichen und nicht dazustehen und sich die Rüstung runterschlagen zu lassen. Das macht aber Laune. Ich fühle mich jetzt schon ein bisschen sicherer. Also. Na, nee, rein hier. So, und duken. Scheiße. Nix mit duken. Erstmal ein bisschen erholen. So. Wo bist denn du? Put. Wo ist denn der Gockel? Ah, Kacke! Überlege zu viel. Oh.
dauert auch immer lange, bis der denn den Fokus aktiviert. Also zu lange für mich. Oh, wo ist er denn jetzt hin? Haut er ab? Ist gleich fällig. Ah, Mist. Ah, nee, so wird das nix. Ah. Ich hoffe, das war ein größter Wächter, Gaia. Was sind das für Geräusche? War das mein Anzug? Oh, guckt euch das mal an. Das ging doch super. Ah, der ist eine große Hilfe, der Anzug. Der ist echt eine große Hilfe. Wartet mal, haben wir noch im Inventar? Den Anzug lege ich nie wieder ab. Müssen wir da wieder hoch? So eine dicke Ente. Ja, ich bin ja da gestern einfach nur durchgelaufen, aber jetzt geht's los. Jetzt ist Gaia dran. Halt! Jetzt geht's nicht los. Wo ist das Panorama? Da oben. Das ist hier irgendwo. Halt! Das würde ich gerne noch finden, dann habe ich das gleich erledigt und brauche hier nicht mehr hin. So. Ich bin vom Schneematsch schon total durchnässt. Nirgendwo zu sehen. Hier kann man hoch mit auf den Baum. Guck mal. Das müsste eigentlich gehen. Und das doch bestimmt nicht ohne Grund. Wo ist das Ding? Ich sehe hier nichts. Hier ist doch 26 Schritte. Ihr wisst ja, manchmal ist das hier ja ein bisschen irreführend alles. Da ist es.
diese Kamera! So, jetzt müssen wir da bloß noch irgendwie rauf. Da an der Seite. Da kann man hochklettern. Nehme ich mal an. Ja, so geht's. Und jetzt hier hoch und dann hier hoch. Und hier rum und da hoch. Und da hoch. So, erstmal die... Nein. Oh, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Ja, hättest du. Apoker Shitstorm Tourtag 10. Hier habe ich herausgefunden, wie die Welt untergeht. Meine zweite Apokalypse in einem Jahr. Sieht aus, als wird hier gerade einiges gebaut. Warum das denn? Das war Gaia, der Bunker. Okay. Dann gucken wir mal rein, was wir so gekriegt haben. So, können wir alles gut gebrauchen? Sieh sich das einer an. Oh, jetzt hat der Anzug funktioniert. Ach, das ist die macht der Anzug die Geräusche, ne? Ich denke mal nicht, dass ich jetzt noch Holz sammeln muss. Schneller geht leider nicht, schneller läuft sie nicht. So, wir wandern mal diesem Pfad lang hier und müssen doch ins Wasser. Und hier durch. Und hier lang. Mein Kräuterbeutel ist voll, ne? Und da lang. Ich habe den Gummiadler auch erlegt. Sehr schön. Ah, das sieht immer noch geil aus. Aber auch wirklich apokalyptisch hier. Den Weg hat uns ja Silence gebahnt hier. So. Oh. Dann ist das manchmal so ungenau. Und man, also ich habe ja jetzt mich auch versteuert, das will ich ja gar nicht abstreiten, aber ich finde, manchmal greift sie ja dann trotzdem zu und dann muss man wieder so pixelgenau sein. Ah ja, ist vielleicht auch schwer. So, jetzt sind wir da, wo wir gestartet sind. Boah, ich muss aufpassen. Hier ging es irgendwo runter, ne? Und nach unten. So, jetzt sind wir unten. Hier durch. Das kennen wir ja jetzt hier. Aber wir haben den Anzug. Ist das nicht geil? Und hier müssen wir uns abseilen. Und hier werden wir auch einen abseilen, aber in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!